Zürich ist eine Stadt im Bauboom. Das war Mitte 1980 schon einmal so. Dieser Bauboom bildete den Rahmen und teilweise auch die Ursache der schrecklichsten Bluttat, die die Stadt je erlebt hat. Am 16. April 1986 betritt Baupolizeichef Günther Canun das Zürcher Hochbauamt. Er erschießt in vier Büros vier seiner engsten Mitarbeiter, ganz gezielt mit Kopfschüssen. Einen fünften Mann verletzt er schwer. Als die Polizei eintrifft, ist er verschwunden. Welche Umstände führten dazu, dass Günther Canun so brutal tötete? Wieso verübte der 45-jährige Architekt diese von außen gesehen absolut kaltblütige Tat? Canuns Opfer waren nicht nur die Getöteten. Opfer waren auch die zurückbleibenden Eltern, Witwen und mehrere minderjährige Kinder. Das offizielle Zürich trauert. Beklemmender Schmerz, tiefe Trauer und schwer lastende Sorge erfüllen uns seit dem Eintreffen dieser unglaublichen Nachricht und werden uns nie wieder verlassen. Doch in der Stadt, im Bauboom, trifft der Täter auf erstaunlich viel Verständnis. Auf einer Mauer steht der fürchterliche Satz: Canun hatte recht. Leserbriefschreiber meinen: Endlich hat einmal einer richtig aufgeräumt. Ich war auch schon nahe daran zu schießen. Hoffentlich warnt das meinen Chef. Ich würde am liebsten jeden Morgen mit der Pistole durch das Büro rennen. Zwei Jahre nach der Tat kommt das Blutbad im Bauamt vor das Zürcher Obergericht. In diesen Jahren heißen Konflikte am Arbeitsplatz Canunisierung. Das Wort Mobbing ist noch nicht erfunden. Das Medieninteresse ist riesig. Und viele Prozessbesucher identifizieren sich schon fast mit der Tat. Oder er tut doch einem leid im Großen Ganzen. Und wieso? Was er gemacht hat, das hätte natürlich schon nicht dürfen, oder? Das ist ja klar. Ich bin eben auch ein Städtischer gewesen. Hilf ihm halt ein bisschen. Ich war 34 Jahre lang bei der Stadt Zürich. Und ich habe heute ein Fett und so weiter. Das hätte einem, könnte einem auch passieren. Hätte einem auch passieren können. Sie meinen, das Opfer hätte einem auch passieren können? Dass man verschossen wird? Nein, dass man ein Canun wird. Für die Angehörigen ist das etwas vom Schlimmsten, was ihnen passieren kann. Oder? Wenn sie ihre Liebsten verlieren auf eine so eine dramatische Art und danach kommt in der Presse und in der Öffentlichkeit, müssen sie hören, dass da sehr viel Verständnis für den Täter vorhanden ist. Das ist absolut inakzeptabel. Man kann das nur psychoanalytisch sagen. Es hat mit diesen Anteilen von uns selber zu tun, die einfach sonst nicht zum Zug kommen. Wo man so ein bisschen schlicht kann sagen, wir haben natürlich all unser Stück Aggressivität. Und wenn einer das so für uns vorlebt, und zwar mit grosser Furore, also er hätte das nicht still und leise gemacht, dann kann man sich schon damit identifizieren. Staatsanwalt Marcel Bertschi wird auf Mord und lebenslängliches Zuchthaus plädieren. Er sieht die Tat als eigentliche Hinrichtung. Verteidiger Bernhard Gehrig wird sich für eine Strafe von unter 10 Jahren Zuchthaus einsetzen. Für ihn handelte Canun in einer extremen Ausnahmesituation. Vor den Richtern sitzt ein unauffälliger Mensch. Zu Beginn werden einige Besonderheiten seiner Lebensgeschichte herausgearbeitet. Canun wächst in Österreich auf. Sein Vater wurde im Krieg erschossen. Zu seiner Jugend im jesuitischen Internat sagt er: Positiv war das geistig fördernde Klima, negativ das stark männliche Patriarchat. Er heiratet eine Schweizerin und eröffnet in Bern ein Architekturbüro.
Das Büro läuft schlecht. Seine Ehe scheitert. Er verliebt sich neu beim Tanzen. Das Unglück beginnt. 3 Jahre vor der Tat kauft er einen Revolver, um sich vor dem Ehemann der Freundin zu schützen. Mit dieser Waffe wird er später das Blutbad im Amt anrichten. 2 Jahre vor der Tat bekommt er im Zürcher Amtshaus die Stelle als Baupolizeichef und zieht in eine Wohnung direkt nebenan. Das wird sich als verhängnisvoll erweisen. Zürich baut in dieser Zeit wie wild. Viele Riesenprojekte brauchen Ausnahmebewilligungen. Von allen Seiten wird Druck ausgeübt. Es geht um wirtschaftliche Interessen und um sehr viel Geld. Im Zürcher Hochbauamt herrscht bei Canuns Stellenantritt Personalstopp, obwohl Arbeit und Pendenzen sich häufen. Canuns Vorgänger hatte völlig überlastet und gesundheitlich angeschlagen gekündigt. Eine interne Reorganisation bringt zudem Unruhe ins Amt. Für die schlechte Stimmung verantwortlich machen viele den politischen Chef, Stadtrat Hugo Fahrner. Viele sagen später, legales Arbeiten sei unter ihm nicht mehr möglich gewesen. In dieses Chaos kommt der neue, unerfahrene Baupolizeichef Canun. Es ist klar, dass man eine solche Person nie hat dürfen einstellen für die Funktion. Und sie nach der praktisch hängen lassen, in der Situation, wo sie völlig im leeren Raum gestanden ist. Also von dort her kann man sagen, ist natürlich die Konstellation, wo man da politisch inszeniert hat, nicht nur unglücklich gewesen, sondern im Nachhinein kann man natürlich sagen, besteht eine gewisse Mitschuld. Strafrechtsprofessor Christian Schwarzenegger hat den Fall genau studiert. Gibt es so etwas wie eine übergeordnete Schuld der Behörden? Strafrecht greift aus dem ganz komplexen Gefüge von Ursachen, Mitursachen einen Aspekt aus. Und zwar geht es darum, wer hat getötet, wer hat gegen strafrechtliche Normen verstoßen. Und das ist da eindeutig der Canun. Das ist das Thema des Strafverfahrens. Darum kann Strafrecht nie absolute Gerechtigkeit herstellen und alle Verantwortlichkeiten und Mitursachen usw. So einfangen. Sondern es fokussiert auf das Individuum und stellt dem seine Schuld fest. Alles andere muss über andere Mechanismen eingefangen werden. Und die gibt es. Es gibt eine politische Verantwortlichkeit. Man kann politische Entscheidungsträger abwählen. Es gibt auch die Möglichkeit, innerhalb der Verwaltung durch Disziplinarverfahren für Ordnung zu sorgen. Aber das sind immer nur Teilaspekte. Die gesamte Problematik kann man also mit dem Recht eigentlich gar nicht richtig erfassen. Die politischen Konsequenzen werden in der Stadt im Bauboom folgen. Leider viel zu spät. Eine parlamentarische Untersuchungskommission stellt Abstimmungsmanipulationen von Stadtrat Fahrner fest. Sie kommt damals noch nicht auf die Idee, auch seine Amtsführung zu kritisieren. Ganz anders im Gerichtssaal. Dort werfen die Richter den Stadtbehörden die Wahl Günter Canuns explizit vor. Er sei für diese Stelle denkbar ungeeignet gewesen. Staatsanwalt Bertschi erklärt, schon frühere Arbeitgeber hätten ihn als kompliziert und perfektionistisch bezeichnet. Anwalt Gehrig betont, was viele im Amt bestätigten, dass ein Mensch allein die viele Arbeit gar nicht bewältigen konnte. Canun selbst sagt am Prozess: Die ganze Misere, die Tausende von hängigen Baugesuchen, waren mir bei meinem Amtsantritt nicht bekannt. Canun macht von Anfang an massenhaft Überstunden und bewegt sich nur noch zwischen dem Amt, seiner Wohnung und dem nahegelegenen Café. Ein fataler Teufelskreis. Er ist da reingekommen, rein. Er ist immer nervös gewesen und bis zum Ereignis jeden Tag nervöser. Er hat nervös bestellt. Er hat beim Stellen schon gesagt, ich habe keine Zeit. Und er hat sehr oft nicht fertig gegessen.
Er ist springend ins Kaffeehaus gekommen. Sehr oft hat er das Essen nicht genossen. Er hat es lassen, weil er gesagt hat, er hat wieder eine Sitzung, er muss wieder weg. Und man hat sich dann weiter nicht darum gekümmert, weil man ja eben, wo man gewusst hat, dass der Chef ist von der Baupolizei, dann hat man gedacht, das ist der Job. Das muss man halt so. Und hat sich an und für sich dann nicht so darum gekümmert. Doch die Nervosität war ja einmalig gewesen, weil wir hatten keinen anderen Gast hatten, der so nervös sich aufgeführt hat. Die Situation im Amt wird immer schwieriger. Mehr als ein Jahr vor der Tat bleiben Baugesuche liegen. Wichtige Kontrollarbeiten werden nicht mehr gemacht. Fristüberschreitungen kosten die Bauwirtschaft Millionen. Niemand im Baupolizeiteam wollte deshalb den Chefposten, bevor Canun kam. Über ihn sagten sie damals: Er hatte von Anfang an keine Chance. Statt einem Rettungsring warf man ihm Steine nach. Sie ließen ihn in der Luft hängen. Einige der späteren Opfer beschweren sich bei Canuns Vorgesetzten. Seine Probezeit wird verlängert. Die Reorganisationsfirma Hayek nimmt die veralteten Strukturen der Baupolizei unter die Lupe. Die Spannungen im Amt steigen weiter. Canuns Mitarbeiter verlieren die Geduld gegenüber dem Chef. Wahnsinnig kompliziert. Unfähig und inkompetent. Die Pumpe muss weg. Ein Jahr vor der Tat ist Canun im Amt völlig isoliert. Er ist gekommen, wenn auch andere da wenig waren. Er hat dann mit denen nicht geredet. Er ist dann an einen anderen Platz gegangen, auch an einer anderen Seite vom Café. Er hat sich für sich einen Tisch gesucht. Es ist uns schon aufgefallen, er hat, wie die anderen zueinander gesessen sind und so weiter, ist er nicht dabei gewesen. Er ist also für sich allein gewesen. Also man hat nicht gemerkt, die gehören jetzt zusammen, oder das ist jetzt der Chef oder ist nicht der Chef. Im Gegenteil, die sind einfach ein bisschen für sich gewesen und haben sich einander nicht kennen würden. Am Prozess wird bekannt, dass sich zu dieser Zeit endlich die Geschäftsprüfungskommission des Gemeinderates mit den Schwierigkeiten des Baupolizeichefs befasste. Canun schrieb schon zu dieser Zeit: Ich habe damals unüberhörbar Notsignale gesendet. Korrosion und Überbeanspruchung führen auch beim Menschen zum Materialbruch. Und ein Mitglied der Kommission sagte: Canun war schon damals völlig nervös und gestresst. Mir fielen seine abgekauten Fingernägel auf. Ebenfalls am Prozess wird betont, dass schon damals einem Mitarbeiter der Reorganisationsfirma Hayek das Verhalten Canuns auffiel. Er war überfordert und führungsunfähig. Er kam mir schon damals als Selbstmordkandidat vor. Canuns persönliche Lebenssituation spitzt sich in dieser Zeit weiter zu. Seine Freundin, die kurz zuvor bei ihm eingezogen ist, zieht wieder aus. Die Trennung von seiner Frau wird rechtskräftig. 7 Monate vor der Tat ist er Tag und Nacht im Amt anzutreffen. Menschlichen Kontakt hat er fast nur noch mit dem Abwart. Ja, ich habe gefunden, das lade nicht einmal auf. Er soll doch mal die Arbeit unterbrechen. Dann habe ich ihn eingeladen, zu mir in die Wohnung rauf. Und er hat also noch mit Freuden eigentlich zugesagt. Und er war recht aufgestellt. Und dann sind wir hier oben gelandet, in meiner Stube. Bei einem Glas Wein. Er ist ja dann auch krank geworden. Und das hat es bestätigt, dass er einfach ein Problem hatte mit den Bronchien. Er konnte fast nicht mehr schnaufen. Aber das hat sich dann interessanterweise hier oben wieder ein bisschen in dieser kurzen Zeit ein bisschen ergeben. Er war beruhigt. Er hat gelöst, hat er dann gewirkt schlussendlich. Und ich habe mir gesagt, also meine, wenn ich dem vielleicht ein bisschen helfen kann, so, dann warum soll ich den nicht wieder mal da rauf einladen und versuchen, ein Gespräch zu führen mit ihm. Die Tatsache ist einfach, dass der manchmal um 12 Uhr noch da war. Und schlussendlich habe ich am Morgen um 12 Uhr gesagt, so, und jetzt gehst du rüber ins Bett und dann schlafst du ein bisschen. Und dann, wenn ich runterkam, war er schon wieder unten. Im Amt ist die miese Stimmung auf dem Höhepunkt. Einem späteren Opfer gibt Canun Büroverbot. Ein anderer sucht sich eine neue Stelle, die er aus familiären Gründen nicht antritt.
Immer häufiger tönt aus den Büros: Die Pumpe muss weg, die Pumpe muss weg, die Pumpe muss weg, die Pumpe muss weg. Die Pumpe muss weg. Die Pumpe muss weg. Es ist das Telefon eingegangen, um 16 Uhr fliegt der Geschworenensaal in die Luft. Und ich kann doch nicht weiterfahren und dann fliegen wir in die Luft und ich habe Meldung im Sack. Erzwungene Nachmittagspause am Gericht. Rund um den Fall Chanun nichts Außergewöhnliches. Mord und Bombendrohungen häuften sich in dieser Zeit. Die Tat wurde zum Katalysator für eigene Gewaltfantasien. Der Gerichtspräsident betont, dass der Baupolizeichef 5 Monate vor der Tat in einer einzigen Woche 86 Stunden arbeitete und alles Persönliche liegen ließ. Gegenüber seiner Freundin sprach Günter Chanun damals von Selbstmord, bei dem er noch ein paar Leute mitnehmen werde. Wieso war er nicht fähig, einfach auszusteigen? Er wird wahrscheinlich einen ganz grossen sozialen Druck haben, weil das ist offensichtlich ein Job war für ihn, der ihm eine soziale Sicherheit gab und eine finanzielle Sicherheit, die er nicht so einfach aufs Spiel setzen wollte. Dass er es auf diese Art dann total aufs Spiel gesetzt hat, das kann man nicht nachvollziehen. Das ist völlig irrsinnig. Also, das ist widersinnig in diesem Sinn. Also ich meine, das ist ein Mensch, der sehr sensibel war als Kind und der mehr und mehr seine feine Antennen eingezogen hat, überhaupt nicht mehr wirklich wahrgenommen hat, sondern nur noch reagiert hat mit Kampf, mit Aggressivität. Und je mehr dass er das gemacht hat, desto weniger ist er angekommen. Und hat das aber nicht verstanden. Darum hat er, glaube ich, am Schluss einfach nur noch Pistole gehabt. Rosmarie Welter hat Günter Chanun 3,5 Monate vor der Tat an einer Silvesterfeier kennengelernt. Er kommt allein, wirkt einsam, nervös. Trotzdem entwickeln sich gute Gespräche. Er erzählt von 660 Überstunden in einem Jahr, von Monaten fast ohne Schlaf. Er wirkt aber auch charmant und geistreich. Je länger, desto gelöster. Doch kein Festteilnehmer getraut sich, Hilfe anzubieten, genauer zu fragen. Günter Chanun verlässt das Fest allein. Ich wusste, dass es ihm miserabel geht. Ich dachte, er landet in einer psychiatrischen Klinik mit einem sogenannten Nervenzusammenbruch. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er so etwas macht, weil er depressiv war. Und konnte aber nicht annehmen, dass er Leute umbringen kann. Die Konflikte im Bauamt eskalieren in den folgenden Monaten weiter. 2 der späteren Opfer Chanuns gehören der Arbeitsgruppe an, die das Amt total reorganisiert. Sie stehen ihm sehr kritisch gegenüber. Er ist unehrlich. Er hat keine Autorität. Er ist völlig unfähig. Zu hören sind aber auch Bemerkungen wie: Es war ein richtiges Kesseltreiben gegen ihn. Sie trieben ihn wie einen Hund in die Ecke. Vor Gericht erzählt sein Anwalt, dass Günter Chanun in dieser Zeit in ein tiefes Loch fiel. Der Gerichtspsychiater spricht von einer Erschöpfungsdepression, von einem sich aufbauenden Tataffekt. Ganz anders der Staatsanwalt. Er sieht im Charakter des Angeklagten Indizien für die spätere Tat. Er bezeichnet ihn als überpedantisch und unfähig, eigene Fehler zuzugeben. Prozesspause. Was für einen Eindruck hat Günter Chanun bei den Gerichtsbesuchern hinterlassen? Hat sich dann der Verteidiger mit seiner Argumentation von dem affektiven Notstand überzeugt? Also mit der verminderten Zurechnungsfähigkeit hätte ich mich nicht ganz überzeugt. Aber mit dem Totschlag, mit dem Affekt grundsätzlich schon, ja. Also das Argument, dass er in dem Moment eigentlich schwer krank war, das glauben Sie nicht? Das glaube ich nicht. Mhm. Ein Mann, der intelligent ist, er ist sehr überintelligent, kann man sagen, nicht? Das ist, wie gesagt, er hätte ja
aussteigen aus diesem Job und konnte den Hut nehmen und konnte kündigen. Ich bin noch gut, wie sie nachgehakt haben, warum haben sie nicht Selbstmord gemacht. Das ist etwas Neues. Ja, ehrlich, weißt du, sagst du, Kopfenteli, du hättest doch Seele, gell? Der Prozess geht weiter. Der Prozess, der indirekt auch der Stadt Zürich gilt und Stadtrat Hugo Farner. 6 Wochen vor der Tat sind Wahlen. Er wird nicht mehr gewählt. Nicht zuletzt aufgrund der Schwierigkeiten und Kostenüberschreitungen im Bauamt. Von der neuen Stadträtin wird hartes Durchgreifen erwartet. Der Gratisanzeiger Zürichwoche bringt 6 Tage vor der Tat das Fass zum Überlaufen. In einem Artikel wird gemutmaßt, wer wohl von Farners Nachfolgerin, der Köchin Ursula Koch, zuerst in die Pfanne gehauen werde. Besonders Canun wird als unfähig dargestellt. Er sieht sich als Mensch und Fachmann total entwertet. Bei einigen Personen im Bauamt soll der Artikel Genugtuung ausgelöst haben. 2 der späteren Opfer fordern bei ihren Vorgesetzten Canuns Absetzung. Einen Tag vor der Tat trifft sich die Hayek-Reorganisationsgruppe. Dabei sind 3 der späteren Opfer. Canun wird scharf kritisiert. Obwohl ihm die Hayek-Leute freundlich gegenüberstehen, sieht er sich nur noch von Feinden umgeben. Einer, der dabei war, sagt: Kein Chef mit Autorität hätte sich so behandeln lassen. Canun sieht nach eigenen Aussagen nicht mehr klar. Er räumt sein Büro und verabschiedet sich mit Dank von einigen Mitarbeitern. Den Abend vor der Tat verbringt er allein zu Hause. Er, der sonst nur mäßig trinkt, leert eine ganze Flasche Wein. Er sieht seine ganze Existenz in Frage gestellt. Den Verlust seiner Stelle, den Zusammenbruch seiner Ehe. Er will weg. Aber was er tun will, ist ihm laut späteren Aussagen vor Gericht unklar. Er bestreitet auch, damals die Tat schon geplant zu haben. Erzählt nur von einer großen inneren Leere. Am frühen Tatmorgen sitzt Günther Canun im Café vis-à-vis vom Amt. Er hat bereits sein Testament gemacht, ein Aktenköfferchen gepackt und seinem Stellvertreter einen Abschiedsbrief geschrieben. Die ihn bedienende Serviertochter: Er war völlig verwirrt und verabschiedete sich, als wenn es für immer wäre. 2-mal sagte ich zu ihm: Tun Sie um Gottes Willen nichts Dummes. Dann betritt Günther Canun das Amt. Laut Gerichtspsychiater in einem akut depressiven Verzweiflungszustand. Doch völlig gezielt tötet er mit einem Kopfschuss den Kreisarchitekten Max Fischer. Genauso gezielt erschießt er den Kreisarchitekten Herbert Neck. Er geht mit der Waffe in der Tasche zum Lift. Im 4. Stock erschießt er, wieder mit einem Kopfschuss, den Juristen Stefan Gabi. Im Büro des Juristen Karl Matthias Tockweiler schießt er 2-mal, bis dieser tödlich getroffen ist. Dann muss er nachladen. Als Abteilungssekretär Bert Nann im Gang auftaucht, schießt Canun wieder. Also, ein nervöses Gebaren hat er einen Tag gelegt. Also, im Sack genuschelt und irgendwie etwas gefiguriert. Wo ich nicht wissen konnte, was es ist. Und dann kommt plötzlich der Herr Dr. Nann so in einer gebückten Haltung dann. So, raus aus seinem Büro rauszurennen und hinter ihm durch und steigen ab. Und dann, unmittelbar darüber arbeiten, habe ich dann gesehen, dass der Herr Canun so einen Revolver in der Hand hat und auf den Herr Dr. Nann schießt. Und dann habe ich natürlich das Fersengeld gegeben. Beat Nann überlebt wie durch ein Wunder und erholt sich später wieder von seinen Verletzungen. Als die Polizei eintrifft, ist Canun spurlos verschwunden. Später wird bekannt, dass er noch am gleichen Tag ins Burgund flüchtete. Sie haben auch Schwierigkeiten gehabt mit dem Günther Canun? Wir haben grundsätzlich alle Schwierigkeiten gehabt mit ihm. Wieso hat er Sie nicht verschossen? Haben Sie eine Ahnung? Wahrscheinlich, weil ich nicht ganz in sein Bild gepasst habe. Aber es wäre gut möglich gewesen, dass er mich auch mit einbezogen hat.
Günther Canun hat 4 Menschen brutal getötet. Es waren keine Amokschüsse. Er hat auf die Personen gezielt, von denen er sich am schwersten bedroht fühlte. Er hat nicht nur ihr Leben ausgelöscht, sondern auch das Leben der Angehörigen, der Eltern, Frauen, Kinder, für immer verändert. Erst nach 3-wöchiger Fahndung wird er in Frankreich verhaftet. Er war leicht zu finden, denn er schrieb seiner Freundin von dort einen Brief mit Selbstmordabsichten. Vor Gericht, sagt er später, rückblickend ist mir die Tat unbegreiflich. Ich kann nur sagen, dass ich es zutiefst bedauere. Im Februar 1988 verurteilen die Richter Günther Canun wegen vorsätzlicher Tötung zu 17 Jahren Zuchthaus. Das Gericht spricht von einer kaltblütigen Massentötung. Es anerkennt aber auch eine Extremsituation. Und es stellt sogar fest, dass Canuns seelische Zwangslage von seinen Opfern mitverschuldet wurde. Das von der Staatsanwaltschaft angerufene Bundesgericht folgt dieser Argumentation nicht. Es weist das Obergericht an, Canun wegen fortgesetzten Mordes zu verurteilen. Dieses verschärft 2 Jahre nach dem ersten Prozess die Strafe auf 20 Jahre Zuchthaus. Das Gutachten des Gerichtspsychiaters, das praktisch ausschließt, dass Canun je wieder so etwas tun würde, wird nicht mehr berücksichtigt. Liberale Juristen empfinden das neue Urteil als sehr hart. Ja, also eigentlich hätte man den Canun gerade freilassen können, weil der Experte hat festgehalten, dass er gar nicht gefährlich ist. Und damit verbindet sich jetzt die Frage, was will man mit Strafen, was soll Strafrecht? Und die heutigen Antworten sind eigentlich sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Man will jemanden reintegrieren in die Gesellschaft, man will seine Probleme lösen. Jetzt sieht man da beim Canun eigentlich gar nicht einen Bedarf dafür. Ihnen wäre es lieber gewesen, dass er noch strenger bestraft worden wäre? Ich finde ja, also für mich gäbe es da nicht überhaupt nur eine absolute Höchststrafe. Das würde heißen, nie mehr rauskommen? Ja, nach unserem Gesetz wäre das praktisch Verwahrung, aber ich weiss, dass für die Verwahrung andere Grundsätze gelten. Es gibt eine zweite Fragestellung, die die Abschreckungswirkung betrifft. Würden die Leute in ähnlichen Situationen durch eine harte Strafe abgeschreckt werden? Es ist nicht sehr realistisch, so eine ähnliche Konstellation sich überhaupt vorzustellen. Und darum kommt man eigentlich auf die Grundfrage zurück, ist da nicht irgendwie noch etwas anderes mit dem Strafrecht verbunden, nämlich das Abreagieren von öffentlichen Emotionen, dass das erschreckt sie und das entsetzt sie und dass man das einfach nicht tolerieren kann. Und das ist ein wichtiger Faktor, wo man mit einem modernen Strafrecht eigentlich nicht direkt verbinden will, wo man aber vielleicht aus dem Strafrecht nicht rausbringt, weil eben die Gesellschaft so ein Bedürfnis hat. Und das deckt sich teilweise mindestens mit der neueren Hirnforschung, die zeigt, dass Menschen Freude empfinden können, wenn sie andere bestrafen, obwohl sie keinen Nutzen davon haben. Und das zeigt eben, dass im Kern des Strafrechts vielleicht auch etwas da ist, das nicht so rational veranlagt ist. Günther Canun hat knapp 14 Jahre abgesessen, bevor er Anfang 2000 auf Bewährung freigelassen wird. Er lernte im Knast Gärtnern und Blumenbinden und er galt als Modellgefangener. Viele sahen ihn aber auch als genauso kompliziert und detailversessen, wie ihn der Staatsanwalt vor Gericht schilderte. In Zürich wird heute gebaut wie wild. Noch mehr als zu Zeiten der schrecklichen Bluttat. Baugesetze, Normen und Vorschriften sind mindestens so kompliziert wie damals. Unzählige kleine und vor allem riesige Großbaustellen fordern das Hochbauamt und die dort Beschäftigten aufs Äußerste. Doch im Amt hat sich vieles verändert. Die sichtbare Renovation war nicht nur äußerlich. Eine klarere Führungsstruktur und mehr Stellen halfen, die Pendenzen abzubauen. Nach der Tat sorgte die neue Stadträtin für Ordnung und einen anderen Umgangston im Amt. Seither hat die politische Führung im Amt schon 2-mal gewechselt. Je nach Amtsvorsteher ging es oft sehr hektisch zu. Und später dann wieder ruhiger. Nur wenige, die die Tat damals erlebt haben, sind noch dabei. Doch einer, damals ein junger Kreisarchitekt, übt heute die Funktion Canuns aus. Auch wenn der Job jetzt anders heißt.
Also ich fühle mich nicht an der Stelle des Herrn Canun, weil der Herr Canun hat die Stelle gar nie wahrgenommen und ausgeschöpft, hätte es auch nicht können. Ich fühle mich als Nachfolger von seinem Vorgänger. Und ich muss sagen, natürlich, wir haben in der Zwischenzeit Ressourcen bekommen. Wir haben die ganze Abteilung können strukturieren und reorganisieren. Und sind heutzutage eine Dienstabteilung, die, ich bin der Meinung, sehr gut funktioniert. Und trotz der hohen Belastungen haben wir, ich bin der Meinung, ein sehr gutes Betriebsklima. Also man kann ziemlich sicher sein, dass so etwas nie mehr passieren wird. Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Die rote Farbe, die zur Zeit der Tat auf das Zürcher Stadtmodell im Bauamt gesprayt wurde, ist längst verschwunden. Doch in den Köpfen derjenigen, die die Tat miterlebten, ist das Blutbad im Amt nach wie vor präsent. Während der 5 Jahre der bedingten Entlassung war es Günter Canun verboten, sich in der Innenstadt aufzuhalten. Als er trotzdem in der Nähe des Amts gesehen wurde, verursachte das große Angst und Aufregung. Er lebt jetzt außerhalb der Stadt Zürich mit neuem Namen und der Freundin von damals. Angst hatten auch einige der Angehörigen der Opfer, als Günter Canun vor 6,5 Jahren entlassen wurde. Doch er hat seither bewiesen, dass er nicht mehr gefährlich ist. Trotzdem, die Angehörigen können die Tat nicht vergessen. Ihre Botschaften an die Einwohner der Stadt im Bauboom, die einst so viel Verständnis für die Tat aufbrachten. Die schlimmste Trauer geht vorbei, aber so wie damals kann es nie mehr werden. Wenn ich darüber rede, tut es weh, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wir sind immer noch sehr angeschlagen. Aber der Mörder steht in der Hand Gottes, wie wir auch. Ich habe mein Leben geändert und mich viel intensiver mit Leben und Sterben befasst. Könnte Ähnliches wieder geschehen in dieser Stadt und anderswo? Erst vor 2 Jahren erschoss in Zürich ein Angestellter der Kantonalbank seine beiden Chefs und sich selbst. Schon vorher gab es in der Schweiz mehrere ähnliche Fälle. Die Bluttat Günter Canuns aber blieb bis heute bei weitem das brutalste Tötungsdelikt am Arbeitsplatz. Wenn ich jüngere Männer, so 30-Jährige, treffe, dann muss ich sagen, sind die einfach gescheiter in der Art, wie sie mit sich umgehen und mit der Welt umgehen. Die sagen viel eher, das ist ein Zeich da an dieser Arbeit. Ich komme zwar Lohn und Anerkennung über, aber es ist trotzdem ein Zeich und ich steige da aus. Und das erlebe ich vielleicht auch, weil ich ein besseres Sensorium habe, häufiger als vor 20 Jahren. Das heisst, die gesellschaftlichen Prämissen sind eher besser geworden? Ja, ja. Und ich meine, das sehen wir ja bei allen Witzen, die gemacht werden über so Typen in der Arbeitswelt, dass man sich viel eher getraut zu sagen, das ist ein gestopftes Hemd. Der hat überhaupt keine Persönlichkeit, der ist nur ein ausgestopftes Hemd. Und das finde ich gut. Das Blutbad im Bauamt sollte ein Mahnmal bleiben. Für alle, die aus einer aussichtslosen Situation nicht aussteigen können. Und für alle, die etwas kommen sehen und nicht einzuschreiten wagen.